Ja, moin, liebe YouTuber. Hier nochmal ein kleines Video von mir. Ihr habt wahrscheinlich mitgekriegt, dass es jetzt die McDonald's-Gläser schon ein bisschen länger gibt. In sechs verschiedenen Farben. Auch dieses Regenbogenglas, worauf ich jetzt ehrlich gesagt mega sauer bin, weil McDonald's tatsächlich dich verpflichtet, sich die App runterzuladen und du denn erst das Glas bekommst. Das finde ich schon mal eine mega Frechheit, dass man da erstmal diese blöde App für haben muss. Ich gehe ja nicht so regelmäßig bei McDonald's essen und habe es halt nicht gewusst. Und ja, worauf ich jetzt komme, das ist, dass sich die Leute auch wirklich die Gläser kaufen und dann wieder verkaufen bei eBay und Co. Und da gehen wir jetzt mal hin und gucken uns mal die astronomisch hohen Preise an. Hier, Tanzverbot natürlich, Ehrenmann. Finde ich sowieso cool. Aber dass er so viel Geld mit seinem Regenbogenglas machen will, das verstehe ich jetzt schon wieder nicht. Da würde ich jetzt sagen, lass es bleiben, behalt das Glas lieber, weil es für dich einen idealen Wert hat. Also ich würde es an deiner Stelle nicht verkaufen. So, da haben wir hier bei eBay schon mal die Coca-Cola-Gläser. 28 Euro, das geht noch. Das Regenbogenglas ist bei 19,50 € mit 5,50 € Versand. Ja, schon eine ordentliche Wertsteigerung. Dann haben wir hier McDonald's Gläser, aber nicht von diesem Jahr. Hier bitte, das ist McDonald's Glas für 150 Euro und 4,99 € Versand. What? Das wird ja noch teurer werden. Und hier McDonald's Coca-Cola Gläser. Was haben wir hier? Sechs Stück für 80 Euro. Ja. Wohlgemerkt, es sind Cola-Gläser. Es sind Coca-Cola-Gläser, die wahrscheinlich ein bisschen Geld gekostet haben, aber ich bin auch Sammler von limitierten Sachen, aber ich glaube, dass diese Preise echt. Ja, was soll ich jetzt dazu sagen? Nicht. Keine Release. Also da fehlen mir jetzt gerade echt die Worte. McDonald's Gläser Edition. 100 Euro. Hier das schwarze Glas, was ich auch habe, liegt jetzt schon bei 15 Euro und 6 Euro Versand. Das heißt, wir sind bei 16, fast 17 Euro. Hier die zwei Stück weiß und schwarz. Also weiß werde ich mir definitiv nochmal holen von McDonald's. Da habe ich nochmal Bock drauf. Hier nochmal ein normaler Preis. 6,99 € bei 4,99 € ist es auch nicht gerade günstig. Ja. Wir gucken wir noch mal bei eBay Kleinanzeigen, ne? Ob wir da nicht noch mal was übersehen haben. eBay. Okay, muss ich wahrscheinlich akzeptieren den ganzen Kram. Hallo? Kaufen wollen wir eigentlich. Ach, warten. Warten ist ja meine große Stärke, ne? Hier die Regenbogengläser. Scheinen zwei Stück zu sein, 40 Euro. Joa.
Heftiger Preis. Sechs Coca-Cola-Gläser. Die sind, müssten, glaube ich, vom letzten Jahr kommen. Die Schlangengläser. Hier haben wir zweimal. Nee, das eine ist ein Regenbogenglas und das andere ist das. Rosa soll das sein, ne? Rosa. Gefällt mir gar nicht das rosane Glas. Hier haben wir zweimal gelbe Gläser. Die gelben sehen aber wieder nicht schlecht aus. Hier haben wir 20 Euro, 16 Euro, 4 Euro. Drei schwarze kosten 20. Das wär man ja noch mal bereit dafür zu zahlen. Coca-Cola-Gläser von 2008 bis 2015, 130 Euro. Wie viele sind denn da? Oh, sind auf jeden Fall eine Menge Gläser, die er da hat. Und auf dem kleinen Bild sieht's, ja, kann ich jetzt glaube ich nicht größer machen. 7 Euro, 30 Euro, 30 Euro, 16 Euro 50, 10 Euro. Ja, 10 Euro ist für das rote Glas eigentlich noch recht human. Hier Coca-Cola-Gläser von 2017 für 25 Euro. Ja, hier den lieben Tanzverbot haben sie ja wieder rausgenommen, weil sie ihn verarscht haben. Da könnt ihr auch noch mal vorbeigucken bei Tanzverbot. Da kann ich seine Reaktion gut verstehen. Auch wenn er ein bisschen Money damit machen will, aber das hat er auch nicht verdient. Ne? Also, Leute, wenn ihr bei Tanzverbot echt das Glas kaufen wollt, ne, macht es bitte ehrlich mit ihm, weil er ist ein feiner Kerl, ne? Und nicht diese Fake-Scheiße da. Das wird mich, glaube ich, auch ankotzen. Coca-Cola-Gläser in Gold, 44 Euro. Drei Originalgläser. Und könnte man noch so weiter gehen. Ja, ich könnte jetzt noch weiter gehen, aber ich glaube, ich lasse es jetzt damit sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch dann einen kleinen Einblick erhaschen, was die Coca-Cola-Gläser jetzt an Wert haben und dass sich die Leute einfach nur nach den Gläsern geiern, weil es limited ist und dann einfach sagen, yeah, ich brauche jetzt Money oder ich kaufe jetzt so viele limited Gläser, damit die anderen Leute ja den höchsten Preis bezahlen müssen. Ich sag nur, Leute, macht den Kram nicht mit, geht zu McDonald's hin. Kauft die Gläser normal für euer Menü, da bezahlt ihr wenigstens die normalen Preise und nicht die überkandidierten Preise. Weil das ist echt der Gipfel der Unverschämtheit, finde ich.